Hallo, hier ist der Martin von Moneymarkets. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 31.03.2022 und damit den letzten Handelstag im März. Das heißt, wir schließen auch die Monatskerze. Unser DAX hat zum Mittwoch, kann man schon sagen, Schwung geholt, also ordentlich Schwung geholt. Das wird sehr, sehr, sehr interessant, wie sich das nun verhält, da wir hier auf der Ebene zwar schon noch leicht bullisch aussehen, aber im Tageschart natürlich jetzt eben eine rote Tageskerze geworfen haben. Also genau das, wo wir gestern ja noch groß Töne gespuckt haben von wegen, ja, besser noch warten, noch nicht zu früh rein und so weiter und so fort. Da hat er nun direkt zum Mittwoch gleich nach unten rausgespuckt. Eigentlich gar nicht so üblich, dass das zum Mittwoch kommt. Ne? Also, dass derartige Signale zum Mittwoch gesetzt werden, das macht der DAX eigentlich gerne an anderen Tagen. Ist jetzt hier aber so eingetreten. Das heißt, wir können ja zuerst vielleicht mal auf den Tageschart gucken. Und wir hatten darüber gesprochen, über die 14.800 haben wir uns im Wochenchart angeguckt, dass das hier eine unheimlich wichtige Bastion ist und der DAX eben jetzt hier diesen Bruch aus diesem Trend rausgemacht hat und jetzt wichtig wird, wie der DAX sich hier verhält und er ist komplett wieder wegverkauft worden. Der komplette Anstieg vom Vortag wurde abverkauft und wir haben sogar das Gap geschlossen am späten Abend zum Vortag. Also die komplette Stärke vom Vortag, die wirklich ja sehr, sehr, sehr eindrucksvoll war, ist rausgenommen worden vom Markt und das muss man schon sagen, kann durchaus ein Verkaufssignal sein halt, ne? Das heißt, da muss man jetzt wirklich aufpassen, wenn der jetzt anfängt nach unten anzuziehen, dass man nicht zu spät erst realisiert, dass hier eine Drehung oder vielleicht sogar ein kleines Fehlsignal geschalten wurde. Ne? Das heißt nämlich, wenn der jetzt anfängt nach unten durchzufahren, dann fängt er jetzt an, das zu korrigieren hier. Und zwar kann man gut 50-61% erstmal pauschal anlegen und dann kommen wir definitiv in die Bereiche, eher vielleicht sogar in die Bereiche für einen Rücklauf halt. Ne? So, und das ist ganz gut Holz, was der Markt jetzt nach unten dann wieder abarbeiten kann. Und deswegen würde ich schon sagen, also wir haben es nun gestern wirklich ausführlich besprochen mit Umkehrsignal, rote Wochenkerze, rote Tageskerze, die aus dem Bereich sich nach unten lösen soll, dass man sich nicht gegenstellt, wenn er nach oben weiter durchdreht. Ne? Haben wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen und das ist nun da. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man in unserem DAX jetzt, wenn der unterhalb von 15.600 bleibt am Donnerstag, dass man dann entsprechend auch unten raus sich ein bisschen öffnet, ne, was die Bewegung angeht. Ich sag mal, eine 14.400 wäre jetzt so ein erstes realistisches, wichtiges Zwischenziel, wenn der weiter Schwäche zeigt, ja, 14.400 und dann wird es schon eher hier so in Richtung die Tageskerze und auch das Tief hier so. Was ist denn das? 14.300 eigentlich. Das wäre ein schönes Ziel zum Donnerstag, wenn er weiter Schwäche zeigt halt. Ne? Das heißt, wenn er weiter Schwäche zeigt, bedeutet, er muss unter der 600 bleiben. Er muss insbesondere hier unter dem Tief weiterarbeiten. Die 45, das war ja jetzt nur, ich sag mal wirklich in Anführungsstrichen, mit dem Finger in Anführungsstriche, nur ein Gap-Close gewesen. Da muss jetzt halt noch mehr draus werden. Weil wir haben, also diejenigen, die bei uns die Updates noch bekommen, die haben, glaube ich, um 10 von uns eine Mail gekriegt, wo drin stand, naja, der hat sich jetzt hier erstmal schön runtergelegt. Wenn er es schön machen will, macht er unten das Gap zu, dreht sich wieder nach oben, macht oben das Gap zu. Na, also das war unser Mailstand 10 Uhr. Und wenn man guckt, was er seitdem gemacht hat, im Sinne eines bullischen Musters oder im Sinne einer bullischen Wegbeschreibung, einer Route, hat er das getan. Genau das auch. Er hat unten das Gap fast relativ punktgenau gut zugemacht, sich wieder zurückgearbeitet, sollte er jetzt am Donnerstag direkt nach oben losarbeiten, hätte er den Gap Close zum Ziel. Ja, ja, 14.860, das wäre jetzt Anlaufziel nach oben, wenn der DAX hier die jetzt aus dem Stand von der 600 anfängt nach oben aufzudrehen am Donnerstag, ja. Und mir ist das auch nochmal wichtig zu betonen halt, ne, also die Erwartungshaltung und wenn man das jetzt mal anguckt, seht ihr diese kleinen Tiefs hier? Tief, 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 das ist immer ein Zacken tiefer, also wirklich, der ist von Stunde zu Stunde einen kleinen Zacken tiefer gegangen, hat aber diese Bewegungsdynamik, die er am Morgen mitgebracht hat, die eigentlich so komplett in sich reingestampft, ne, also wie so eine Feder, die einfach zunehmend zurückfedert und das einfach abfängt. Und dieses Abflachen, ich bezeichne sowas gerne immer als Abflachen einer Bewegung, ne? Also das Verlieren von Dynamik oder auch ja, vielleicht sogar Trenddynamik intraday, könnte man sagen,
Ist häufig auch ein Bote dafür, dass eine Umkehr stattfindet. Das heißt, wenn ich den 2-Stunden-Chart angucke und beschreiben müsste, was ich sehe, dann würde ich ganz klar beschreiben, wir haben hier ein wichtiges Doppeltop nach oben aufgebrochen, haben einen schönen Ausbruch gemacht bis ins Ziel rein bei 14.800, haben dort erwartungsgemäß oder wie erwartet wegreagiert, haben von oben einen Pullback auf dieses alte Doppeltop gestellt, haben dabei sichtbar abgeflacht, eingedreht und aufgedreht. Und wenn der Markt jetzt nach oben dreht, stünde ihm theoretisch zu, sogar noch höhere Hochs als das hier zu stellen. Das heißt, der 2-Stunden-Chart ist tatsächlich sehr, sehr, sehr bullig sogar vom Muster, was er am Mittwoch geliefert hat. Aber das steht und fällt jetzt hier wirklich in dieser Kursspanne, weil dieses Aufdrehen natürlich vollkommen oder auch dieses Abflachen vollkommen verpuffen würde, wenn er jetzt hier neue Tiefs drunter haut und hier, ich sag mal, so eine lange, fette, rote Kerze daneben stellt, dann ist das ja völlig, völlig verhauen hier, dann ist das völlig für die Katz. Aber rein so vom technischen Muster hat er jetzt ein Gap zugemacht und jetzt wäre das obere dann das nächste. Ne, deswegen würde ich sagen, oberhalb von 14.600, vielleicht könnte man sich ein bisschen einfacher machen und ein bisschen Puffer einplanen, dass man sagt, oberhalb von 14.650 würde ich den Donnerstag eher nach oben analysieren. Ja, also dem Markt eher Rücklaufspielraum geben in die 14.800 rein, in die 14.860 auf den Gap Close und sogar auf neue Hochs. Also es wäre dann dort nicht verboten, wenn der jetzt hier richtig schön sich aufgedreht bekommt, dass er dann entsprechend auch hier höher schlagen kann. Ja, also vom Bewegungsmuster wäre es ideal, also es wäre perfekt. Ja, also für ein bullisches Ablaufmuster wird das perfekt. Er hat den Ausbruch gemacht, das schöne Dynamik drin gehabt, schön Trend, also schön kraftvoll, schön schwungvoll. Hat ihn ausgebrochen, hat das wichtige Ziel abgearbeitet bei 14.800, ist von dort ein bisschen in die Knie gegangen, ist vollkommen okay, ist ja auch so erwartet, ne, dass einfach so ein wichtiger Bereich so abreagiert, deswegen war auch der Fall hier nach unten gezeichnet. Das hat er getan, ist von oben kommt auf die Unterstützung zurück. Das ist hier der Gap Close gewesen, beziehungsweise das Doppeltop hat er gemacht, hat er verteidigt. Und wenn er das jetzt wieder nach oben gedreht kriegt, ist jetzt diese Bewegung, die seit hier erstmal so in der Takt ist, definitiv noch aktiv und kann weiterlaufen. Und von daher würde ich sagen, den DAX oberhalb von 15.000, nee, von 14.600, insbesondere 14.650 zum Donnerstag für mich eher ein Non-Kandidat Richtung Gap Close da oben oder zumindest mal die Gap Kante, ne, das Tageshoch vom Mittwoch bei, naja, knapp 14.800 rum. Na, also 14,97 könnte man dann vielleicht anpeilen. Das wäre so für mich dann die erste Station und der Gap Close eben bei 14,860, beziehungsweise dann eben auch sogar vielleicht ein bisschen mehr. Und unterhalb von 14.500, na, sagen wir mal 40, 14.530, dann aber Risiko nach unten, rein in die 4,45, rein in die 400, bis dann vielleicht eher sogar 300,270. Ja. Also das habe ich euch gerade am Tagesstart gesagt, wo das herkam. Und so würde ich festmachen. Also rein aus dem Stand raus würde ich ihm eher sogar gleich das Aufwärtsmoment oder Potenzial zusprechen. Aber wir sehen es halt auch hier im Tagesstart. Das ist durchaus ein potenzielles Umkehrsignal. Das ist auch ein potenzielles Verkaufssignal. Es ist auch eins, ja. Es ist ein Bearish Engulfing, was wir hier fast sehen. Oder es ist auch eins, ja. Also wir haben mit der Abwärtskerze quasi das Eröffnungsniveau unterboten der Vortageskerze. Und die hat gut Zug drauf gehabt, also da ist auch Überraschungsmomentum drin. Und so eine Kerze, die drückt halt dann immer, das ist so, wenn man da drauf drückt, ne, hier hat es ordentlich Leute rausgezogen. Wenn der jetzt anfängt, noch richtig wegzufallen und er fällt wirklich unter der 45, unter der 530 noch raus, dann die Player, die hier gekauft haben, oder eben auch nicht verkauft haben, die kriegen dann Druck. Und das drückt in der Regel nochmal richtig durch. Und von daher kann so eine Kerze wirklich dann bis 14.300, 14.270 sich nach unten ausladen. Und da würde ich einfach aufpassen. Na, also Kursalarm vielleicht auf 14.45 und darunter, da muss man aufpassen, da muss man ein weiteres Abwärtsrisiko einplanen. Na, das muss man, da kommt man nicht drum rum. Und sehen wir die nicht unter 14.540, sondern eher vielleicht über 14.600, eher vielleicht sogar über 14.650, dann nach oben laufen lassen, mitgehen nochmal und versuchen in den Cap Close reinzutraden halt. Ne? Also so würde ich tatsächlich rangehen. Gut, okay, dann das dazu meine Einschätzung. Würde ich somit das Video auch zumachen. Wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.